Tag auch und willkommen zu Let's Play 9 Parchments Together mit Noxy. Hierbei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel von 2017. Noxy und ich haben ein paar Level angespielt und fangen jetzt nochmal von vorne an, weil ich bei der Aufnahme dummerweise vergessen hatte, den Spielton aufzuzeichnen. Wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad. Normalerweise würden Spieler 100% des Schadens erleiden, wenn sie Opfer verbündeter Zauber würden, aber da Noxy mir in unserem Erstanlauf zu selten auf mich mit seinen Flächenschäden geachtet hat, teilen wir uns diesmal den Schaden. Also du kannst jetzt nochmal Hallo rufen, wenn du möchtest. Hallo! Super. Ja, dann lese ich nochmal schnell die Bücher hier vor, würde ich sagen. Und das Teleskop der Astralakademie zur Beobachtung der Sterne. Kann man das eigentlich benutzen? Haben wir das jetzt noch nicht gemacht. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, es ist ein Deko-Element. Du machst jetzt alles hier voller Heilkreise, oder wie? Ja. Ja, damit du einen Grund zum Heilen hast, kriegst du von mir mal ein paar. Oha. So, das nochmal schnell durchlesen. Gegensätzliche Elementzauber sind gegeneinander eingesetzt besonders effektiv. Feuer und Eis, Leben und Tod, Blitz und Dampf. So, hier im späteren, in einem späteren Spiel kannst du hier die von deinem Charakter verdienten Fähigkeitspunkte neu verteilen. Sprich, hier kannst du umskillen, wenn du willst. In einem späteren Spiel kannst du hier die von deinem... Wieso ist es jetzt weg? Ach, weil du wieder doof rumturnst. Mann, mach mich schon wieder ganz wahnsinnig. Es zahlt sich aus, die verzauberten Schreibfedern der Astralakademie einzusammeln. Genau, es gibt im Spiel verteilt, haben wir schon gesehen, blaue Federn, 5 pro Level, zum Sammeln. Du hast eine letzte Chance pro Level. Wenn alle tot sind, wird ein zufällig ausgewählter Schüler wiederbelebt. Ah, ins Chlor. So, hüpfen können wir auch. Wir müssen einmal hüpfen. Mit Späß. Der Besen haut ab. Ja. Teleport ist eine mächtige Fähigkeit. Teleportiere dich mit... Also wir machen das mit beiden Maustasten gleichzeitig und schnapp dir den Besen. Ich schnappe meinen Besen. Wo ist der Besen? Habe ich. Ein hochgradig pathetisches Wandbild des Direktors der Akademie. Komm mal bitte her. Sieht man das vernünftig mal von dem eigentlich? Haben wir letztes Mal nicht drauf geachtet. Ja, ist nicht schlecht. Achso, das Wandbild? Ja. Achso, der Besen wurde auch automatisch ausgerüstet, ne? Sind die Borsten eigentlich hart? Wollte ich auch gerade fragen. Hör auf damit jetzt. Ach nee, ich habe gesagt, ich mache Support heute. Ja, danke, richtig. Das gehörte zu deiner Zauberprüfung. Hättest du in der Schule nur nicht geschlafen, dann wüsstest du jetzt vielleicht, was zu tun ist. Ja gut, das ist an sich sehr logisch, würde ich sagen. Also einfach mal Blitzstrahlen da. Das heißt, Blitzeisstrahlen mache ich natürlich. Willst du nicht auch noch was machen? Soll ich? Du musst auch jetzt noch ein Kapitel machen, oder? Ich habe einen Todesstrahl und ich habe, hast du das schon gesehen? Ich habe hier so einen... Oh, ja. Sieht cool aus, ja. Ein Blitzstrahl. Und ich muss warten, bis sich meine Todeswolke da wieder regeneriert hat, hier, damit ich... Wie ist das Ding überhaupt Todeswolke? Ich weiß es nicht mehr. Das kann ich jetzt gar nicht aktivieren, ne? Zack. Getroffen. Nee, die hast du jetzt nicht. Du hast jetzt zwei andere Fähigkeiten. Also ich hätte es jetzt auch gar nicht aktivieren können. Aber wir können wahrscheinlich einfach weiterlaufen, das hätte ich denke ja. Du kannst die Zuweisung deiner Zauber auf deinem Zauberrad in den Optionen einstellen. Brauche ich jetzt gerade nicht, bin soweit zufrieden. So, was war hier noch? Schalte neue Charaktere frei, indem du ihren Stab findest und ihre Freischaltquest abschließt. Haben wir nicht durch die 5 blauen Federn die andere... Achso, das war ja auch nur von dem Charakter irgendwie eine zweite Optik, ne? Mit anderen Zaubern. Mit Rechtsklick kannst du mit bloßen Händen und dem Stab zuschlagen. Das haben wir schon demonstriert mehrfach. Kiste. War hier nicht letztes Mal ein Stab, den wir eingesammelt haben, oder täuscht das? Nee, einen Hut haben wir gefunden. Genau, da ist er. Der Kornblumenhut. So, und hier nochmal. Alle Zauber haben eigene Mana-Kosten und eine Abklingzeit. Gut, soweit wissen wir das. Ganz wichtige Information. Das stimmt wohl. Did we complete the test? You are all disqualified for advanced studies until further notice. Now you must stay here and practice. For how long? Forever, if you must. You will practice until your magic is safe. Until I'm convinced you're not all walking magical hazards just waiting to explode. That's probably nothing. Ja, wusste man jetzt schon, ne? Aber es ist trotzdem niedlich gemacht, auf jeden Fall. The Astral Academy's mystical spell parchments were scattered into the faraway corners of the world. Oh nein. In all this chaos, however, the clever young student saw an opportunity for some illicit hands-on studying. All they had to do was to go out and collect spells until they had all their 9 parchments.
Abgeschlossen, ja. War nicht besonders schwer. Wie viel Schaden hast du gemacht? Wie oft hast du mich denn geprügelt? Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, kannst du mal sehen. Heilung zählt auch als Schaden. Nur negativ. Mhm. Warte mal ganz kurz bitte. Ich muss nochmal meine Option haben sich leider verstellt. Schadenskill, ne? Was treibst du hier im Hintergrund, wenn ich nicht in der Option bin? Alter, also, du bist doch nicht ganz dicht. Lass dich heilen, lass dich heilen. Oh Mann. Ja, wie gesagt, die Optik finde ich immer noch sehr schön. Haben sie gut gemacht. Ja. Ach, der ist jetzt eisimmun, genau. Der ist auch totimmun. Oh, auch? Ja. Oh, das ist sehr mächtig, tatsächlich. Was ist mächtig? Da kann ich den Strahl wahrscheinlich nicht mit der Kreuzung gebündelt, ne? Wenn du das Blitzding machst, mach mal Blitzding. Nee, bei Blitz nicht. Nee, aber mit dem Todesstrahl ging das zusammen. Ja, das geht. Jo. Das ist wahrscheinlich auch super, wenn wir das tun. Ich denke mal, dadurch bündelt sich der Schaden hier auf mehr als das Doppelte. Das haben wir nur bisher nicht wirklich sinnvoll einsetzen können, außer bei dem ersten Boss, den wir hatten. Den zweiten Boss haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Nee, leider noch nicht. Liegt hier auch was oder ist das Deko? Das ist Deko. Ja, dann... Ich werde leider keine Blume mehr haben. Schade. Das finde ich sehr gut, wenn man der Blume hast, einfach nur Chaos gemacht. Oh, na, tschüss. Genau wie beim ersten Mal. Ich guck nicht, wo ich hinlaufe und renn rückwärts ins Wasser. Oh. Verdammte Axt, ey. Ja, ist verfälscht hier. Das ist, Ja, genau original bleib bestehen. Bloß, dass du diesmal mehr ausrastest hier mit gegenseitig prügeln und so. Hast du viel mehr Lebenspunkte als ich? Natürlich. Ich habe ja gerade eingestellt, dass ich 50% des Schadens kriege, wenn ich dich schlage und du umgedreht. Hab und ich den hier voll. Da kam einiges rüber. Das heißt, die Heilertante hält auch noch viel mehr aus? Das ist doch beschissen. So, ist hier oben noch was? Da funzelt was, warte mal. Ach nee, das ist eine Lücke hier im Felsen drin. Und ja, unten nochmal gucken, nicht, dass wir Federn verpassen. Und wir haben ja bei Level 2 quasi gelernt, dass die Zauber, die wir am meisten einsetzen, dann dazu führen, dass wir in einen bestimmten Bereich kommen, also Tod oder Blitz oder so, ne? Denke ich. Ich hoffe, dass ich die gleiche Auswahl kriege wie letztes Mal, weil den Todeskran, den du hattest, wollte ich nicht unbedingt haben. Was ist das denn eigentlich für ein Symbol? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden. Haben wir einfach nur noch eingesammelt. Ja, ich schau dir einen und du... Ja, den. Ja, und ich krieg Level ab. 30, ich auch. Ja, tschüss. So muss das. Kontakt. Ja, wie viele Level haben wir gespielt? 7? 8? Ich weiß gar nicht so genau. Ja, das ist das Beknackte, wenn du mit beiden, Tasten gleichzeitig teleportierst, ne? Dadurch habe ich aus Versehen Feuerball nach vorne geschleudert und den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ja, jetzt ist mein Kreis da in die Kacke. Ja, komm mal rein, hier, das ist gut. Ja, schon aufgelöst. Oh, machen die einen Damage. Oh, ich bin fast tot. Ja, ich habe da oben einen Heilungskreis hingestellt. Ja, das ist gut. Jetzt ist der weg, wenn ich da bin. Ich kann mich hier nicht lange aufhalten. Das hatten wir auch noch nicht, beide tot. Ja, der Fähigere würde wieder bei dir, finde ich gut. Ich mach die, glaube ich, lieber platt, statt zu versuchen, dich wieder zu beleben. Das ging eben irgendwie ziemlich in die Binsen. Das Heilung? Ja, erstmal Todeskreis. Wieso darf ich denn nicht? Ach so, und wenn der Fähigere dann auch nochmal stirbt, dann ist vorbei. Das schön, dass wir das mal gesehen haben. Mhm. Hier ist einer gestorben. Au. Oh. Ja, die machen ganz schön Aua. Warte, ich verteile hier einfach überall Heilkreise, sodass du dir aussuchen kannst, wo du hin möchtest. Mhm. Das geht gerade nicht. Oh, wie viel. Boah, das hat super krassen Cooldown. Das ist doch nicht die Gruppe, in der wir eben gestorben sind, ne? Das ist doch nicht davor, ne? Nee, ich glaube, das waren die. Waren die das? Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. Na komm schon. Zurück gewonnen. Sehr gut. Gut gemacht, Lyra. Vielen Dank. Ja, doch, stimmt. Hier waren wir noch nicht drüber. Und ich habe eine Blume gefunden. Oh nein. Eine zum Schmeißen? Zum Glück nicht. Und wer weiß, vielleicht kann ich damit auch besser umgehen. Oh, Level 3. Ich raste aus. Ach, da hinten. Achso, wir dürfen noch nicht weiter. Okay. Ich stelle dich nie so einen Weg machen. Weggefegt mit dem Besen. Na, ich glaube, ich habe ihn nicht mehr getroffen.
Ja, komm doch zu mir hier durch das Ding durch, sehr gut. Jawohl. Nee, ich meinte nicht dich, ich meinte den Gegner. Das musst du doch verstehen, wann ich wen meine oder nicht. So, natürlich. Total offensichtlich. Achso, der Gegner wird ja auch geheilt durch den Scheiß von dir. Das ist immer das Blöde, ja, dass das alles betrifft. Oh, ich hab dich aus Versehen. Oh. Dann bist du in meinen Nahkampf mit reingerannt. Natürlich. So, ich hab ihn angefroren. Okay, ich mach hier so. Mist. Ich glaube, jetzt gibt's hier Heilung. Nein. Böses, ja. Na, Feuer brauche ich auch nicht wirklich benutzen bei dem Ding, ne? Dann ist er immun. Ich glaube, der andere Zauberer hat mir tatsächlich besser gefallen. Möchtest du überwechseln und auch den nochmal nehmen, den Typen? Nö, ist alles gut. Wäre jetzt sonst kein Problem und könnten wir jetzt noch einmal schnell neu anfangen, weil wir jetzt noch nicht lange gespielt haben. Nö, nö. Dann ist es abwechslungsreich für alle. Naja, gut, aber dann... Das passt schon, das kriegen wir hin. Du musst damit leben. Die kriegt ja auch neue Fähigkeiten und sowas, das... Hallo? Hab ich hier drauf? Oh, ja, war anzunehmen. War hier in der Ecke noch was? Ja. Achso, unten war die Feder, okay. Beim Schneiden werde ich wahrscheinlich die Hälfte der Federn, die wir nicht einsammeln, noch sehen. Ja. Ja, die da drin einzufrieren ist super, glaube ich. Wie heißt dein Charakter Cornelius? Ich glaube ja. Was war das bei dir? Irgendwas mit G? Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwas mit G, glaube ich. Giflan, Gifran, irgendwie so. Irgendwie sowas. Tatsächlich hatte der andere Cornelius, der blaue Cornelius, auch nochmal andere Fähigkeiten. Mhm. Ich glaube, er hatte Blitzstrahl. Oh, Zauberstab! Ach stimmt, den Blitzstrahl, den sie hier auch hat, ne? Nee, ein richtiger Strahl. Also so wie der Todesstrahl. Ach so. Bei dir der Altstrahl, den hat der andere Cornelius jetzt als Blitz, glaube ich. Ach. Sehr gut. Dieses Funzeln, dieses kleine hier, das irritiert mich. Das sieht nämlich irgendwie so aus, als wäre da was, aber ist ja nicht der Fall. Der Kreis hier auf dem Fußboden sieht auch was aus, als wenn man was draufstellen könnte, was auch nicht der Fall ist. Welcher Kreis? Na hier, das hier. Viele irreführende Dekorationen im Spiel. Vielleicht kann man. Ich glaube nicht. Was willst du noch aufschieben? Ist ja nichts zum Schieben oder so. Ja, stimmt wohl. Aber mehr Federn haben wir trotzdem noch nicht entdeckt. Nee, das, die sind wirklich nicht schlecht versteckt. Juhu! Oh, das wäre beinahe schief hier. Oh, hier im Kram. So. Voldemort. War wenig hier, ne? Mäßig. Voll was mäßig? Voldemort mäßig. Wie in Harry Potter. Als, die Gegner haben gerade den Strahl direkt auf meinen Strahl geschossen. Aber den kannst du auch kreuzen, ne? Genau. Aber die standen sich gerade genau gegenüber. Das war so ein bisschen Harry Potter-mäßig. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Guck mal hier runter. Hier in das Loch, oder? Nein, alles gut. Ich mach das. Nur für dich. Das ist nett. Würde ich mich opfern. Wahnsinn. Also diesmal gucke ich auf jeden Fall nicht mehr hinter den Wasserfall. Jetzt wissen wir, dass es nicht geht. Ja, stimmt. Ja, beim ersten Mal habe ich es ja noch vermutet. Da ist wieder so eine Glyphe, Rune, irgendwas. Ja, das habe ich beim ersten Mal gemacht, tatsächlich. War das nicht auch, der da runtergeflogen ist? Ach ja, hier im ersten Level wechselt ja die Optik noch so extrem oft und schnell. Das finde ich auch so drollig, dass du mal einen schönen Eindruck kriegst. Ja, ich glaube, die Feder hatten wir beim letzten Mal nicht. Nee?
Ne, ich glaube nicht. Keine Ahnung, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Wie viel haben wir? 3? Ja, wir hatten nur 2, glaube ich, beim letzten Mal. Ach so, ja gut, macht's leider nicht viel besser. Und zack. So, neuen Charakter freigeschaltet. Cornelius, die Kornblume. Der blaue, ja. Gut. Wow, ich habe den Gegner um 2128 Punkte geheilt. Ich bin irgendwie nicht so stolz auf dich. Also erstmal nehme ich jetzt hier die, wie hieß das Ding? Talent nehme ich von mehr Zauberkraft auch. Und ich denke mal, ich werde trotzdem den Heilzauberspruch nachher nehmen, wenn es geht. Mal sehen, ja. Muss ich mir überlegen. Heilung macht tatsächlich auch Sinn. Auch für beide, ja, ja. Jo. Ja, wir schaffen es schon. Mal sehen. Hier hinter der Klippe, wenn du da runterkletterst, da ist noch eine blaue Feder. Echt? Mhm. Nee, weiter links. Hier ist gar nichts. Wieso fällst du da nicht runter? Spiel durchgespielt. Oh, ich mach die Landschaft hier echt. Das sieht doch auch was aus, wenn man das aufmachen könnte oder so, aber... Aber mit dem Besen gegen... Haben wir nicht einen Stab gefunden? Haben wir einen Stab gefunden? Doch, ja, ja, stimmt, ich habe einen Stab. Für 6% Schaden wird geheilt. Und Crit und so. Ich weiß nicht, ob ich die Regeneration hätte nehmen sollen, statt der Zauberkraft. Dass man schnell wieder zaubern kann. Das ist hält teilweise doch ein bisschen auf, finde ich. Neuer Hut. Eules ja. Zünden, die Idee, was soll denn das sein, oder? Das gibt mir den farblichen Kick heute. Stern? So ist es mal, ja, gut. Nee, weiß ich auch nicht. Ich fühle mich mittlerweile durch und durch magisch. Wegen des Spitzen? Ja. Ah. Voll gut. Hier ist doch bestimmt unten irgendwo eine Feder gewesen, oder? In dem ganzen Gewusel? Geht doch bestimmt unter. Was? Möchte ich fast hätten. Ich hab hier oben eine Kiste. Ja, die wollte ich gleich holen. Ich wollte erstmal den Rand hier fertig laufen. Okay. Ist gut, gib mal zu. Was gab's in der Kiste Schönes? Erfahrung. Erfahrung. Ich muss mich noch umgewöhnen, die Zauber. Ich habe jetzt eine andere Bedingung. Mhm. Ist auch sehr cool gemacht hier, dieses Bild in dem Wasser. Das gefällt mir auch gut, ja. Finde ich sehr schön. Kann man kurz innehalten. Hervorragend, haben wir drauf. Man hat sich tatsächlich Mühe gegeben mit der Dekoration, Optik im Allgemeinen. Es sieht wirklich schick aus, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ja. Sehr hübsch, sehr hübsch. So, du darfst nicht mehr zurück. Feder 2, ey, wir kommen echt nicht vorwärts mit den Dingern. Oh, ich glaube, einer haben wir vergessen. Ja? Oder? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Level das war, wo wir alle 5 Federn hatten. Ich glaube, in dem. Echt jetzt? Kam hier nach und nach, ja. Hm. Jetzt kommt euch die nächste. The tropical cliffsides housed some very interesting bridge contraptions. So gut noch in Erinnerung, okay? Natürlich. Hm. Na gut, nur ist der Kreis eh weg. Ich wollte ihn sonst. Ja, geht auch. Macht mehr Aua, ne? Ja, 91 sieht super aus. So, hier habe ich ja unten die Nische entdeckt. Stimmt. Da ist auch noch eine Feder und eine Kiste. Mhm. Ohne zu spoilern. Das ist alles verraten jetzt. Mist. Ich kämpfe erstmal gegen das hier, was mir Aua macht. Hm. Ja. Aua. Ja, dann lock ich doch nicht hier. Was machst du denn? Geh zurück. Ich bin tot. Okay. Ja, ich. Du auch nicht? Nö. Ja. Ach so. Ich dachte, was kommt da angeflogen? Weil das war dieses komische Runengedöns. Wenigstens einer von uns beiden, der kompetent ist.
Würde ich nie behaupten, aber gut. So, eine Schreibfeder. Schön. Was sind die Schreibfeder? Das ist eine Erfahrung. Ich dachte gerade, eine Schreibfeder wäre irgendwie ein Item, was ich ausrüsten könnte. Heilung. Healing Circle. Anderes Spiel. Healing Circle? Wo hieß das denn Healing Circle? Tales of Symphonia. Das Spiel, was du vom Kampfsystem nicht so mochtest. Richtig. Feder. Die hätte ich auch gerade gesehen. Die sahen wir doch alle. Wusste ich doch. Ich lasse doch nichts aus. Kann man das hauen? Ja. Ja, gut, wenigstens bewegt sich ein bisschen, wenn man durchläuft. Aber ja. Tut's das wirklich? Mach's ja. Gut. Schön. Kurz vor Level Up. Ein Punkt, ja, dann kommt uns nicht das durch. One of the elusive parchments was surely near now. But little did anyone know what was lurking ahead. Was ist das hier? Erklär's mir. Gebetsdreieck. Ein sehr rundes Dreieck, ne? Ja. Pizza, quasi. The breathtaking seaside vista was not the only thing to give pause to anyone admiring the horizon. A beast of some terrifying sort had also taken a liking to the missing parchment. Na, dann wollen wir mal. Der erste und einzige Boss, den wir bisher kennengelernt haben. Und der sieht echt drollig aus. Na gut, zweiter Versuch. So, bündeln. Bist du soweit? Ja. Ja. Sieht gut aus. Oh nein. Aua. Wir haben es ein bisschen getroffen, aber nicht die ganze Zeit, ne? Ich sehe da keine Schadenszahlen gerade. Jetzt treffe ich das. Jetzt läufst du wieder meinen Feuerball. Kannst du bündeln? Hast du den Strahl fertig? Hallo? Ja. Ja. Na, siehst du, das macht auch Schaden. Achtung, er niest wieder. Du bist ein Magier, lauf doch nicht immer genau davor. Ja, ich habe hier so einen Nahkampfblitz. Aua, Moment. So. Okay, wir haben es geschafft. Aua. Er nimmt die. Diesmal hat er. Doch, er hat trotzdem eine Krone. Ich habe da jetzt gerade keine Krone gesehen, wenn ich ehrlich bin. Eins. Oh, Erfahrungspunkte, geil. Oh. Ja, das gab's beim letzten Mal auch. I am a champion. Ja, neuer Zauber. Möchte ich auch einen großen Lebenskreis haben, ist die Frage. Ja, wenn du schon die Heilung hast, dann verlasse ich mich einfach mal darauf, dass du vernünftig heilst und würde dann den Froschsplitter nehmen. Okay, hervorragend. Und dann ist jetzt mein Talent fertig mit 5. Meins auch. Töffel. Mana-Fluss. Zauberregeneration. So the Astral Academy's mystical spell parchments were scattered into the faraway corners of the world. In all this chaos, however, the clever young student saw an opportunity for some illicit hands-on studying. All they had to do was to go out and collect spells.